Es waren insgesamt 6 Influencerinnen, mhm. also 3 weibliche und 3 männliche. Und die haben insgesamt also mit allen Plattformen zusammen 35 Millionen Jugendliche erreicht. Gigantisch. Hallo, herzlich willkommen, meine Lieben. Ich bin's wieder, Petra Russo, euer Host für How to Baby. Und wir sind's mit einer neuen Folge und die wird ganz spannend. Ich verspreche es euch jetzt schon. Ich bin soeben an der Med-Uni Wien und habe ein sehr spannendes Thema für euch. Es wird euch gerade in der Generation, die ihr seid, als Jungmamis und Jungpapas, sehr touchen. Es geht heute um Influencerinnen, um Ernährungsempfehlungen über das Netz, über Social Media, YouTube und Co. Und meine Gesprächspartnerin und meine ganz, ganz liebe Bekannte ist Frau Dr. Eva Winzer. Sie ist schon seit vielen Jahren Ernährungswissenschaftlerin am Institut für Public Health. Also sie macht nichts anderes als Sozialmedizin. Das heißt, alles, was uns gut tut, alles, was wir als Menschen, als Gesellschaft für gesundheitliche Empfehlungen und dergleichen haben, das wird hier aufbereitet. Health Behavior nennt sich das auf Neudeutsch. Und Eva hat vor kurzem sich die Influencerinnen einmal unter die Lupe genommen und die Ernährungsempfehlungen, die da so durchs Netz schwirren und denen wir allenthalben tagtäglich, jede einzelne von uns, ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit schenken, weil ins Unterbewusstsein geht es auf jeden Fall. Wir sehen Bilder, wir werden angeregt, wir haben unterbewusst abgespeichert, dass da wirklich sehr, sehr oft auf völlig falsche Art und Weise und gefährliche Art und Weise rüberkommt. Ich sage danke für unser Gespräch jetzt schon, liebe Eva. Du bist hier in deiner Forschung an der Med-Uni Wien, parallel hast du auch gesagt, in München jetzt tätig und hast wirklich die Gunst der Stunde, diese gefährlichen Mechanismen, die da jetzt auf YouTube, TikTok, Instagram und Co. schwirren tagtäglich und es sind zigtausende, wie viel wirst du gleich sagen, die hast du dir untersucht und unter die Lupe genommen und forschungsmäßig aufbereitet mit deinem Team. Uns geht es ums Ernähren und es geht um die Tatsache, wie wir als junge Menschen die Basis legen, um dann später selbst Mamis zu werden, deswegen ja How to Baby und welche Vorbilder wir dann sind. Eva, bitte erzähl einmal ganz kurz, warum du zu dieser Studie gekommen bist oder was dir aufgefallen ist, ja? Ja, zuerst einmal danke für die Einladung. Also wie ich dazu gekommen bin, das war in meiner Karenz. Mhm. Wie ich um die unzähligen Spaziergänge mit dem Kinderwagen gemacht habe. Und da ist mir einfach dann auch aufgefallen, also es war dann auch meine Nichte da und die hat uns besucht und hat dann mir, also sie war gerade 12 Jahre alt und da hat sie dann begonnen, dass sie eben auf den sozialen Medien aktiv ist. Und ja, ich war halt natürlich gespannt, was sie da so zeigt und oder sich anschaut und sie hat mir dann eben Beispiele gezeigt und eben von einer Influencerin, also eigentlich von 2 Influencerinnen, die in Österreich, also Österreicherinnen, die eben auf sozialen Medien aktiv sind, also auf YouTube zum Beispiel. Und es war einfach, wie ich das Video gesehen habe, wirklich für mich schockierend. Also nicht nur als junge Mutter, sondern einfach auch als Ernährungswissenschaftlerin oder einfach auch als Mensch. Und dann habe ich einfach entschlossen, dass ich nach meiner Karenz da einfach was machen muss. Und dann habe ich begonnen, mich in das Thema einzulesen, habe dann auch Netzwerk aufgebaut, eben zum Beispiel mit der LMU, mit Kommunikationswissenschaften und habe dann einfach versucht, hier eine Studie zu machen und wir haben uns eben mal die Videos von Influencerinnen angesehen. Es waren insgesamt 360 Videos, die wir analysiert haben und zwar einmal auf YouTube, TikTok, also dem neuen sozialen Medium und eben Instagram und es waren wirklich Videos, die einem umhauen. Es ist einfach die Werbung, das Produkt wird sehr, sehr unterschwellig beworben, sehr unterhaltsam gemacht. Es ist zum Beispiel so gewesen, dass sie von den Influencerinnen von ihrem Alltag erzählt haben. Dann ist nebenbei einfach eine Limonadendose da gestanden. Oder sie haben virale TikTok-Videos, Rezepte nachgekocht oder sie haben einfach nur das Produkt verkostet. Also solche Videos sind gemacht worden. Und die
kommen bei den Jugendlichen sehr gut an. Und da haben wir eben gesehen, dass die Kinder, also dass die Produkte, die beworben worden sind, zu 3/4 der Produkte eben einen zu hohen Fett-, Salz- oder Zuckergehalt gehabt haben. Genau. Die WHO spricht von geradezu gesundheitsschädlichen Produkten, Lebensmitteln, die gar nicht einmal auf den Markt kommen dürften, insbesondere für Kinder und Jugendliche, also wirklich gefährliche und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Wir sprechen gleichermaßen von 3, 4 Influencerinnen, die so dominant sind, dass sie um die 35 Millionen Menschen erreichen? Genau, also es waren insgesamt 6 Influencerinnen, also 3 weibliche und 3 männliche. Und die haben insgesamt, also mit allen Plattformen zusammen, 35 Millionen Jugendliche erreicht. Gigantisch. Ja, wenn man jetzt bedenkt, dass diese Jugendlichen teilweise 16, 17, 18 Jahre sind und in wenigen Jahren selbst Mütter oder Papas, dann bedeutet das, wie wir wissen, dass du ja eine gewisse Basis, eine Grundbasis für Ernährung legst. Ja, also es gibt Epigenetik, gerade an deinem Institut hier unter der Frau Professor Rieder, natürlich ein ganz großes, dominantes Forschungspotenzial. Was geben wir weiter an Fehlernährung, an Gewichtsproblematik? Wir wissen auch, dass auch die Väter, die übergewichtig sind, das natürlich weitergeben an die zu zeugenden und gerade gezeugten Babys. Anderes Thema. Gehen wir wieder zu den Influencerinnen und Influencern. Du sprichst den TikTok-Kanal an, da gibt es ja ganz genaue Reglements, wie man dort kommuniziert, wie das schnell rüberkommt. Ich weiß es nicht, in wie viel Posts pro Sekunde darüber schwirren. Es wäre sehr spannend und interessant, aber wir sind natürlich jetzt auch mit unserem Podcast in genau so einer Medienvielfalt gelandet und ich glaube, es braucht auf jeden Fall ein Gegengewicht. Jetzt hast du natürlich als Jungmama und als sensibilisierte Ernährungswissenschaftlerin eine unglaublich tolle Arbeit gleich losgelegt. Und die Frage ist nur, wer hört jetzt Menschen wie dich? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist einfach so, es gibt einfach zu wenig Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen oder Expertinnen, die auch wirklich das können, so wie die Influencerinnen das können. Also wie das sie einfach rüberbringen. Also das Schlagwort Storytelling. Ja. Also das ist gerade, was ich jetzt sehe, eben auch an Kommunikationswissenschaften. Hier ist es ganz, ganz wichtig, dass auch die Wissenschaft das Storytelling macht. Wir bringen die Fakten und im Endeffekt auch, wenn man Publikationen liest, das ist langweilig, muss man ehrlich gesagt sagen. Das liest keiner und das Storytelling, das müssen wir einfach noch lernen. Und es sind einfach zu wenige Expertinnen und Experten auch in den sozialen Medien aktiv. Man weiß aber auch oft nicht, wem man vertrauen kann. Das ist das Problem. Es gibt sehr viele, die aber das schon machen, sind aber keine Experten, die aber auch natürlich gesunde Ernährung oder vegetarische, vegane Ernährung auch empfehlen. Aber es ist einfach schwierig, dass man das unterscheiden kann. Ja, und vor allem ich habe es ja selbst gesehen, auch die scheuen ja auch nicht davor zurück, ist ja auch eine sehr einkommensstarke Erwerbsquelle, dieses Influencertum. Sie scheuen auch nicht davor zurück, bei diversen Krankheiten wie Hashimoto oder dergleichen Ernährungsempfehlungen zu geben und dann wird es echt unethisch. Also es ist schon unethisch, natürlich auch diverse Produkte, die wirklich schlecht sind, so zu pushen, wie du sagst, zu viel Fett, zu viel Eiweiß, zu viel Zucker, die große Bombe und auch die Getränke, diese Millionen Drinks, die tagtäglich entstehen und keiner weiß, was sie jetzt wirklich mit uns tun, was sie hormonell mit uns tun, weil natürlich zu wenig Budget da ist, das zu erforschen. Auch die Wissenschaft hinkt nach. So ist es, ja. Ja, jetzt geht es aber darum, du bist jung, du bist unglaublich dynamisch und du gibst jetzt den Startschuss und wir setzen jetzt mit How to Baby hier fort, den Startschuss zu geben, die Leute aufmerksam zu machen, zu sagen, watch out, ja, passt bitte auf, was ihr euch da tagtäglich reinzieht, was ihr euch sagen lasst. Und gerade beim Thema, was ich in meinen Körper hineingebe, ja, das ist ja quasi dann eigentlich nichts anderes als eine gewisse Art von körperlicher Gewalt, was da passiert. Und da muss ich schon mehr Achtsamkeit rauspushen.
Wie sieht es denn da von der rechtlichen Seite aus? Weil die WHO hat jetzt gefordert, dass es hier Richtlinien gibt. Spanien verbietet gerade. Die sind wieder mal vorne. Und wie schaut es in Nordeuropa aus? Ich denke, da wird es wahrscheinlich auch sehr schnell Stops geben. Hast du da einen kurzen Überblick über die europäische Lage? Also es gibt kein Land, das was wirklich alles quasi schon beschränkt hat oder einfach wirklich, wo es schon viele Umsetzungen gibt. Es gibt jetzt gerade eine große Initiative von der WHO und der UNICEF und von mehreren Organisationen, auch Public Health Organisationen, die fordern, dass es hier einfach Beschränkungen gibt. Es geht ja nicht nur um die sozialen Medien, es geht auch um das traditionelle Medium wie das Fernsehen, was aber eben für Kinder und Jugendliche eher weniger aktuell ist, ja, weil man einfach streamt oder eben auf sozialen Medien ist. Aber trotzdem, es gibt eben Regulierungen. In Großbritannien zum Beispiel gibt es eine zeitliche Regulierung, dass es eben bei Kindersendungen vor, während und nachher eben keine Produktplatzierungen geben darf. Aber grundsätzlich gibt es kein Land, das wirklich eine Beschränkung hat. Es gibt zum Beispiel in Portugal, die wollen auch Influencer-Marketing beschränken oder auch verbieten, aber das ist nur ein Gesetzesentwurf. Wie gesagt, in Großbritannien gibt es schon sehr viel Forschung, die machen sehr viel. Also da bin ich auch in engen Kontakt mit der Emma Boyland und der Mimi Tedlow-Golden. Die machen da wirklich sehr viel, aber auch die auch da ist es einfach schwierig. Also sie haben das auch im Gesetz schon, wollten sie es verankern, aber dann ist doch wieder zurückgezogen worden. Also das ist ein langer, langer Prozess, aber es braucht einfach Beschränkungen. Ja. Und bis jetzt gibt es nur eine Selbstregulierung der Konzerne. Aber hat England nicht schon vor Jahren verankert, gesetzlich, dass wenn zu viel Zucker beigesetzt ist, zahlen diese Konzerne, die das produzieren, Zuckersteuer und es geht in die Public Health? Ja, das ist richtig. Also das gibt es, aber jetzt in Bezug auf Marketing, also das Verbot an oder Beschränkung von Lebensmittelmarketing an Kinder und Jugendliche, das gibt es einfach noch nicht. Okay, jetzt sprechen wir von wirklich den ganz Kleinen. Wir wissen ja, dass in den Supermärkten genau auf Augenhöhe, es gibt ja ganz genaue Regalbefüllungen, dass das Kind visuell sofort angesprochen wird von Bären, Dachsen, Krokodilen und Co. Und das alles in perfekten Farben, dass selbst Erwachsene denken, oh, super schön. Wir kennen auch die Werbung von vor, ich denke jetzt mal, 20 Jahren, so wertvoll wie ein kleines Steak. Und wir haben damals schon gesprochen im Zuge des Projektes Richtig Essen von Anfang an. Manche kennen es vielleicht von euch, liebe Zuhörerinnen. Es geht um Workshops und um Bildung, qualitätsgesicherte Schulungen, kostenfreie Schulungen in ganz Österreich für Schwangere und Stillende und Beikostrichtlinien. Und ich kann es euch immer wieder nur ans Herz legen, wenn ihr in dieser Lebenssituation seid, in diesem Zeitfenster, lasst euch da wirklich von Expertinnen und Experten kostenfrei, das geht über die Gebietskrankenkassen, beraten. Weil dann wird man schon einmal sehr aufmerksam. Und darum geht es ja, Eva, dass man einfach einmal diese Awareness schafft, zu überlegen, esse ich das jetzt wirklich? Ist es mir das wert? Ein Eis, das jetzt bei 34 Grad Hitze das Baby, Kind natürlich verlockend findet. Ich sehe es dann allenthalben, das erschüttert mich auch immer. Mamis, das darf ich jetzt sagen, endlich, die selbst Eis haben, dann den Schnuller reingeben in die Eiscreme und dann dem Kind in den Mund zurückstecken. Das ist echt schlecht. Das ist körperliche Gewalt, sag ich. Ja, es ist für die Zähne schlecht, es ist die Zuckerzufuhr, es ist alles zu früh, es ist alles falsch. Was können wir da tun? Ich kann jetzt, also das ist vollkommen richtig. Wir sind aber, also wir sagen halt immer, es soll keine Verbote geben. Das ist schon wichtig, weil wenn es verboten wird, dann wollen sie das, die Kinder, wollen wir das, wir Erwachsene. Also das ist einfach so. Ich glaube, man kann da einfach nur mit, und da kann ich jetzt von meiner Studie sprechen, es ist einfach wichtig, hier aufmerksam zu machen, dass es sowas gibt. Also vor drei Jahren wusste ich selbst nicht, dass es solche Videos auf sozialen Medien gibt. Ich bin zwar auf den sozialen Medien, aber ich wusste nicht, eben, welche Videos da wirklich gepostet werden. Und auf TikTok bin ich erst seit kurzem. Und
das ist einfach wichtig, dass man als Mutter, als Eltern dann weiß, dass es hier im Lebensmittelmarketing gibt. Man kann sich, glaube ich, noch so bemühen, dass man die Kinder gesund ernährt, aber es ist einfach so viel. Das Ernährungsumfeld beeinflusst einem so stark, dass es einfach schwierig ist, hier auch sich dann gesund zu ernähren. Und das ist oft so, dass die vor allem die Lebensmittelkonzerne sagen, das ist das Argument schlechthin, Lebensmittelmarketing oder das Werbung ist ja nicht schlecht, das ist die Verantwortung der Eltern. Und das ist das, was ich immer schon sagen muss, das ist nicht die Verantwortung der Eltern, weil wenn eben das Kind, wie du gesagt hast, bei dem Supermarkt vorbeigeht und dann irgendwo ein Bonbon sieht mit oder Zuckerl sieht mit, wo eine Katze drauf ist, das habe ich selbst erlebt bei meiner Tochter, dann will sie das jetzt haben. Sie hat das nicht bekommen, aber es ist extrem schwierig, dann sie dann auch abzuhalten. Und manche, ja, es ist halt einfach, wie gesagt, das Ernährungsumfeld ist beeinflusst sehr und auch schwierig, dann dem zu widerstehen. Ja, es ist schwierig. Ich weiß, ich kenne dieses Argument seit Jahren mit den Verboten. Und ich weiß auch natürlich, was wir heute mitgeben müssen, bitte alle Mamis und Jungpapas und euer gesamtes Umfeld, ihr seid die Vorbilder. Das Wort Beziehung zu den Kindern ist mir ja viel lieber, das weiß man auch schon seit einem der ersten Podcasts, als Erziehung. Wir können nicht erziehen, sondern wir leben vor. Wir, alles, was wir essen, das ist euch jetzt wieder bei einem großen Kongress aus Deutschland an Ernährungsempfehlungen rausgegangen, Anfang der Woche. Alles, was wir uns Gutes tun mit Gemüse, Obst und dergleichen am Familientisch und vor allem dieses gemeinsame Essen, das ist auch ein Appell, das macht den Ursprung und den Untergrund für die Ernährung der Kinder und der Babys. Und ich gehe wieder zurück, auch wenn wir schwanger sind und wenn wir um die gestresste Phase der Geburt und dergleichen, wir sollten einfach wissen, was wir mit diesen Lebensmitteln, die wir jetzt gleich näher noch beleuchten werden, anrichten in uns. Und warum diese Lebensmittel? Weil es ginge ja ums gleiche Geld, dass sie gesünder sind, oder? Warum sind denn die alle so schlecht? Die Produkte, die wir eben gesehen haben, haben die meisten einfach zu einen hohen Zuckergehalt gehabt. Warum? Warum? Ja, Zucker ist grundsätzlich einfach, schmeckt einfach besser. Droge Nummer eins, das macht einfach irre glücklich. Ja, genau. Es ist gefährlicher, weiß man, als Zigaretten. Aber nichtsdestotrotz, die könnten ja ums gleiche Geld was Gescheites produzieren. Ja, aber da ist keine Marke dahinter. Also alle die Produkte, die wir gesehen haben, da war eben wirklich eine Marke dahinter. Und wenn man jetzt Obst und Gemüse sagt, da gibt es keine Marke. Also das ist ja da ist kein Unternehmen, sagen wir mal so, dahinter, die eben das dann vermarkten. Und das haben wir gesehen, dass die meisten Produkte, die eben auch nicht an Kinder vermarktet werden dürfen, eben einen Markennamen hatten. Gut, einen coolen Namen natürlich. Ja. Ja. Vieles kommt aus Amerika. Die Trends kommen hierher. Die Obesity, also die Adipositas und Übergewicht, kommt auch. Und wir haben mittlerweile 20%, glaube ich, stehen wir, oder? Mit Übergewicht. Wir wissen es leider nicht genau, weil wir keine Daten haben, keine aktuellen. Das ist immer das Problem in Österreich. Aber ja, also wir sind definitiv bei den 20%. Ja. Man sieht sie auch auf der Straße. Was das volkswirtschaftlich, gesundheitspolitisch mit uns macht als Gesellschaft, mit den Nachkommen und auch die Konsequenzen, die Folgekonsequenzen der Erkrankungen, der chronischen Erkrankungen, Diabetes ist schon fad und langweilig, aber es gibt ja ganz andere, das ist natürlich ein anderes Thema. Würde man das ähnlich pushen wie die Influencerinnen, wenn die das so sagen würden, wie alles andere, dann wäre es vielleicht auch mal eine gute Idee. Meine spontane Idee, Eva, ist, dass wir so wie wir jetzt beide hier den Podcast aufnehmen, dass wir so eine Gegenbewegung auf TikTok machen. Es braucht einfach ganz coole junge Menschen, die das Gegenteil von dem sagen, was die empfehlen. Ja, das wäre natürlich ideal. Also es muss einfach auch authentisch sein. Ja. Und das haben die Influencerinnen. Also das Authentische, das ist das eines der wichtigsten
Punkte oder einfach das Wichtigste, was die Influencerinnen haben. Und das braucht es natürlich auch, dass wir das haben. Da gibt es sicher andere, die das besser können. Und ich habe erst vor kurzem auch mit wen gesprochen und dann haben wir auch gesagt, es wäre super, wenn das dann junge Leute machen. Ich glaube, dass es aber gar nicht so sein muss, dass es junge machen, sondern es können genauso ältere sein, weil die Influencerinnen, die zum Beispiel wir untersucht haben, die sind auch alle so zwischen 25 und 30 Jahre gewesen. Also so jung müssen sie gar nicht sein. Gut, also diese Aussage könnte von meinem jungen 18-jährigen, fast 18-jährigen Sohn sein. Sie sind gar nicht so jung, sind 30. Oder so alt, also, Entschuldigung, sie sind gar nicht so alt, sind nicht 30. Naja, für Jugendliche ist das extrem alt. Ja, ich dachte seinerzeit, als ich Jugendliche war, ich würde dieses Lebensalter nie erreichen. Aber anderes Thema. Du hast recht, authentisch. Es gibt natürlich jetzt auch viel Ältere, die sehr authentisch über TikTok rüberkommen. Also es gibt ganze Stars, die Expertise rüberbringen. Egal, wie wir es verpacken, wir müssen dort rein. Wir müssen in die sozialen Medien. How to Baby hat als Podcast begonnen, will ja ohne dies auch hier, wir machen jetzt seit Jahren nichts anderes, als wirklich zu den Menschen zu gehen, praxisbezogen zu arbeiten. Was ihr erforscht, versuchen wir rauszubringen. Das heißt, da braucht es starke Influencerinnen, die sich in die andere Richtung bewegen und die wirklich sagen, hey, es geht anders. Was mich sehr irritiert hat, als ich begonnen habe mit meinem Job, war Ernährung und Gesundheit ein Randthema. Jetzt ist es ein Massenthema, ich kann es schon nicht mehr hören. Auch selbst am Abend sind, wie du sagst, Werbespots im Fernsehen, von denen ich vor 20 Jahren nur geträumt hätte. Ja, also es wird ja alles besprochen. Es geht über die Verdauung, über die Potenz. Alles wird in Werbespots gepackt. Es ist zu wenig Aufklärung. Und jetzt gehen wir wieder zurück, weil was ist dir denn in deiner Publikation, in deiner Studie jetzt auch aufgefallen, jetzt unabhängig, dass es zu viel Salz, Fett, Zucker ist, was ist noch wirklich die große Herausforderung? Du meinst der Produkte, die da durchs Netz schwirren und schweben? Ja, die größte Herausforderung, die ich sehe, ist, also es ist, was wir rausbekommen haben, war zum Beispiel, dass nur 6% der Produkte mit Werbung gekennzeichnet waren. Das heißt, es ist einfach so eine Art unterschwellige Werbung oder versteckte Werbung, wie man es auch bezeichnen kann. Und das ist das, was mir persönlich eigentlich noch schlimmer vorkommt, ehrlich gesagt, weil wenn man jetzt also in den Videos gibt es ja dann so einen Text und da steht jetzt drinnen zum Beispiel Hashtag Werbung. Und wenn das so ist, das war eben nur in 6% der Fälle so, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, ja, die Jugendliche wissen, das ist Werbung und können sich entscheiden, kaufen sie sich das oder kaufen sich das nicht. Wenn es jetzt aber keine Werbung war, und das war bei uns bei den meisten Produkten so, dann ist das, wie gesagt, unterschwellig und sie wissen das dann einfach gar nicht. Und sie denken sich, ja, das dieses Idol von mir, der probiert das auch und der verkostet das und das ist sicher gut und das brauche ich auch unbedingt. Ja, bin ich cool. Genau. Und das ist das meiner Meinung nach, was eins der Highlights war, was wir da rausbekommen haben. Ja, ist es sicher auch, weil ich muss auch zugestehen, die Versuchung, wenn man es als Mutter einkaufen geht, schnell irgendetwas, das sehr trendig verpackt ist und sehr freundlich und dynamisch wirkt. Die Versuchung ist groß, dass man sie einfach mal ausprobiert und der wäre für den ersten Stein, der dann da steht und sich die genauen Zutaten und Zusammensetzungen ansieht. Ich bin mittlerweile in einer Altersliga, wo ich es wahrscheinlich gar nicht mehr lesen kann, weil es so klein ist. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Wir haben nicht die Zeit, jedes Produkt im Supermarkt zu studieren. Und es müsste gekennzeichnet werden. Und es müsste diese berühmt-berüchtigten App geben, wo du sagst, okay, so wie bei den Pflanzen, was ist das jetzt, eine Distel oder eine Erbse? Und dann sieht man, okay, das ist go or no go. Und da müsste man irgendwann einmal den Mut aufbringen, für die Regierungen, auch mit der Industrie, sich an einen Tisch zu setzen und sagen, hört mal so, ihr bekommt jetzt eine rote, gelbe oder grüne Kennzeichnung. Oder? Es gibt in mehreren Ländern zum Beispiel schon ein Nutri-Score, das ist auch eine Kennzeichnung. Genau. Also da kann man einfach mal anfangen oder auch nachziehen.
Ich weiß nicht, warum es in Österreich dann so schwierig ist. Es ist oft so, dass man das dann Österreich immer länger braucht, bis das wieder nachziehen. Ich finde es wichtig, weil selbst ich als Ernährungswissenschaftlerin, ich weiß, ich kenne die Produkte und ich weiß, ja, okay, da ist zu viel Zucker drin und so weiter. Aber es steht hinten einfach nicht drauf, wie der Grenzwert oder einfach der Richtwert sein soll. Genau. Und deshalb braucht es Kennzeichnung. Ob es dann eine Ampel sein soll, muss nicht unbedingt sein, aber ich finde, der Nutri-Score ist nicht schlecht. Er ist nicht perfekt, aber er ist auch nicht... ein Start. Genau, ein Start. Und wie du eben gesagt hast, also so eine App wäre natürlich ideal. Also es gibt zwar schon Ansätze, dass man hier sagt, man scannt das, also da gibt es schon was, das, das heißt... Food Fact zum Beispiel, ja. Da gibt es schon, dass man einfach, da ist der Nutri-Score hinterlegt, da kann man das auch sehen. Aber man muss es auch dann verwenden und oft hat man einfach auch nicht die Zeit dazu, wenn man zum Supermarkt geht. Und man kennt es auch nicht. Und man kennt es nicht. Ja, weil du hast gesagt, du bist auf Instagram, du bist auf den sozialen Medien, aber du hast das nie gesehen. Nicht, weil der Algorithmus jemanden wie dir solche Dinge wahrscheinlich gar nicht zumutet. Ja. Genau, so ist es, ja. Ich denke ja auch, die Welt ist viel besser, weil ich natürlich meinesgleichen finde und höre und sehe und auch nur gewisse Interessen habe. Weil sonst wird man ja verrückt. Man muss ja auch dazu sagen, dass der mediale Gebrauch auch dick macht. Ja, weil wenn man dann jetzt 6 Stunden auf den sozialen Medien herumsurft und dann vielleicht auch noch diese Dinge daneben isst, dann ist ja ohne dies eine, meines Erachtens nach, ziemlich gefährliche Lebensphasis. Ja, und oft sind dann einfach auch die Influencerinnen sehr schlank und ja, die essen dann solche Produkte. Und dann denkt man sich, naja, wenn die das essen, dann kann ich das auch essen. Es ist sehr erschreckend. Sie essen es ja nur einmal vor der Kamera und spucken es vielleicht sogar aus. Ja. Wir kennen das. Wir wissen das auch, dass unterschiedliche, das hat man schon immer gewusst, das ist ja schon in den 50er Jahren in den amerikanischen Filmen nicht wirklich Cognac getrunken worden, sondern Tee. Also das ist ja auch wirklich nicht so schwer. Ja? Aber du hast recht, sie schauen immer alle dynamisch und witzig aus, auch die Models, die ja immer perfekt sind und man glaubt, sie stehen auch so schon auf, dass da ganz viel Arbeit dahinter steckt, dass da ganz viel Fake gelebt wird, dass wir in einer Fake Society gerade leben, das gilt es zu sagen. Bitte, bitte, bitte immer wieder achten, immer wieder auch sich selbst ermächtigen, kritisch zu sein und zu überlegen, was mute ich meinem Körper und mir zu und meinem Baby und meinen Kindern etc. Du hast die App angesprochen, ich habe eine gefunden, die ist, ich weiß nicht, ob du dazu Stellung nehmen möchtest, Guten App Etit, Ernährung 2.0 ist eine fundierte App, wissenschaftlich, ein Online-Tool aus Innsbruck. Aus der Pädagogischen Hochschule Tirol. Okay. Nein, das kenne ich leider nicht. Also wir kennen sie jetzt beide nicht. Ich habe sie auch nicht runtergeladen, aber wir schauen sie uns mal an. Aber auf jeden Fall dachte ich sag's einmal. Mhm. Es müssen Apps oder Online-Tools entstehen. Und ihr seid jetzt schon hoffentlich da auf How to Baby und ich verspreche euch, ich werde mein Möglichstes tun, hier Gegengewicht einzubringen und nicht nur im Podcast, sondern dass wir das halt auch nach außen tragen über verschiedene Dinge. Und ich werde jetzt irgendwo eine ganz dynamische, hübsche, junge, ernährungswissenschaftliche Influencerin aufbauen. Gut, und du kommst mit deiner Kleinen, du hast ja eine kleine 3-jährige Tochter und du kommst und gibst uns da Support bitte in unseren Videos. Ja, wir werden da dementsprechend eine kleine, feine Gesellschaft, die das zumindest einmal nach außen bringt. Wie waren die medialen Reaktionen auf deine Studie? Überraschend sehr groß. Also es war wirklich, wir haben ein sehr, es waren, glaube ich, insgesamt fast 60 Beiträge, Fernsehen, Radio, Podcast und eben auch international. Wir haben die Studie als erstes im European Congress on Obesity vorgestellt. Ja. Das war eben ein europäischer Kongress für Adipositas. Mhm. Und dort war ich auch an einer Pressekonferenz. Und es war wirklich sehr schön zu sehen, dass es auch rausgetragen worden ist.
eine gemeinsame europäische, war ja in Maastricht dieser Kongress, eine europäische Zusammenkunft von Menschen, die wirklich auch Positives in die Gesellschaft bringen wollen und auch nicht zurückscheuen, moderne Medien dafür zu nutzen. Ja, weil ich habe natürlich einige Presseberichte gelesen, bin dann aber immer sehr skeptisch, wer liest es von den Leuten, die es lesen sollten. Ja, also es gehört gesagt, bitte meine Lieben, die dazuhören, sagt es weiter, sagt es im Freundeskreis, im Familienkreis und achtet darauf, 75% der beworbenen Produkte über Influencerinnen sind effektiv gesundheitsschädlich. Die sind nicht schlecht, die sind gesundheitsschädlich. Was versteht man darunter, Eva? Ja, wie gesagt, das sind einfach zu hohen Fettsalz- oder Zuckergehalt. Es gibt eine Empfehlung von der Weltgesundheitsorganisation, also so eine Liste, das Nährwertprofil, und aufgrund von dem haben wir das analysiert. Und da dürfen eben diese Produkte dürfen an Kinder nicht beworben werden. Und es gibt eben also das ist von der WHO so erstellt worden, weil wir gesehen haben, dass es eben einen Zusammenhang mit dem Konsum von diesen Produkten gibt und dem Risiko für die Entstehung von Übergewicht und Adipositas. Ja, mir war das bewusst. Die Frage ist, was passiert de facto aus der Ernährungskompetenz, die du hast, nicht nur über Gewicht, sondern was kann alles passieren? Wenn man solche Produkte konsumiert. Ja, kommt einfach, wie du auch schon gesagt hast, einfach die Ernährungsmuster werden einfach in der Kindheit geprägt. Man weiß, dass es eben, wenn es so weitergeht, eben auch im Erwachsenenalter dann das Ernährungsmuster und das Ernährungsvorlieben so beibehalten werden. Dann eben entsteht Übergewicht oder im Adipose, also das Risiko ist erhöht. Und das wird einfach auch weitergetragen. Also wenn dann die Mütter und die Väter übergewichtig sind, dann sind das die Vorbilder und so wird das einfach weitergetragen. Sollte ich von dir jetzt nämlich nur hören, weil wenn ich sage, sag's ich, aber jetzt habt ihr es gehört, die Wissenschaftlerin bestätigt das und es ist auch medizinisch deshalb so gefährlich, weil wir Übergewicht, das in der Kleinkindheit und im jugendlichen Alter aufgebaut wird, im Erwachsenenalter nie mehr wirklich runterbekommen. Also dann geht's up and down und Diäten und dieses und jenes und es ist der Anfang vom Ende. Das heißt, die Basis, die wir legen in der Schwangerschaft, in der Frühkindheit, in der Kindheit selbst, ja, das ist ein lebenslanges Profil. Genau. Das ist sozusagen wie ein Sparkonto. Ja? Genau. Und dieses Gewichtskonto, das kann man nicht so meines Erachtens nach riskieren, weil es eben nicht nur Übergewicht ist, das jetzt irgendwie nach außen geht, wie die Influencer dann vielleicht nach so tragen würden, ja, dass man halt einfach dick ist, weil dick ist jetzt auch okay. Wir wollen auch niemanden in irgendeiner Form stigmatisieren, es geht um Wohlfühlgewicht. Auch das ist ein anderer Podcast wieder, diese Dinge, die da nach außen getragen werden, sondern es geht darum, dass man diese Erkrankungen, die dann schlummern und leicht rausgehen, wirklich visualisiert und sieht. Und das ist nicht nur ein optisches Erscheinungsbild, da geht es um ganz viel Herz-Kreislauf etc., um ganz viel schlechte Lebensqualität. Ja. Ja? Und das alles aufgrund eines 2022 völlig unbedarften, unreflektierten Werbeverhaltens. Darum geht's, ja. Ja, meine liebe Eva, das heißt, wir treten in den Ring mit allem, was da von außen kommt. Hast du irgendwelche Pläne noch, was die Untersuchung von Lebensmitteln für Kinder und dergleichen anlangt? Sicher. Ja, sehr viel. Genau. Ja, also wir machen das, was eben ich gerade gesagt habe, die Studie, das war eben eine kleine Studie. Wir machen jetzt eine große Studie, wo wir mehr eben analysieren, wo wir nicht nur Influencer-Marketing anschauen, sondern das ganze digitale Marketing. Dann gibt es noch sehr viele Ideen. Wir wollen auch ein Tool entwickeln, wo wir eben Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene darauf aufmerksam machen, was ist Influencer-Marketing, wie kann man das sehen, schon auf Anhieb, wie ist die Sprache, wie ja, also einfach automatisch auch erkennen. Das ist ein längerer Prozess, da sind wir gerade dabei, auch Förderungen zu bekommen.
Und ja, wie gesagt, wir haben sehr viel in der Hinsicht, was wir machen, auch in Bezug auf Marketing von Milchersatzprodukten. Das ist dann ein anderes Thema. Aber in der Hinsicht werde ich definitiv mehr machen. Wir brauchen einfach auch Daten, damit wir der Politik das auch sagen können, wie die Datenlage ist, wie es ist. Und dann soll es hoffentlich so bald wie möglich, so schnell es halt geht, einfach auch Beschränkungen oder Regulierungen geben. Super. Das heißt, es ist Hoffnung am Horizont. Natürlich. Dass wir so schnell wie dieser Trend kam, so schnell können wir den wieder regulieren und doch wieder dorthin stellen, wo er hingehört, nämlich ins Eck der Vorsicht. Und dafür danke ich dir auch für deine Arbeit. Freue mich auf alles, was wir da gemeinsam durchbringen können, die da für euch, meine lieben Zuhörerinnen, arbeiten, nämlich aus einer Leidenschaft, aus einer Passion heraus für eine gesunde Gesellschaft, für gesunde Babys, für gesunde Schwangere, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr selbstbestimmt seid und wie die Dr. Eva Winzer gesagt hat, dass man einfach ein bisschen reflektiert und auch die Lebensmittel, die keine Werbung haben, es sei denn, es ist der steirische Apfel, dann reflektiert auch, wenn es um Ernährungsmuster geht und um Trends, um, du sagtest es, vegetarisch, vegan etc. Überall, wir können viel, viel, viel sprechen. Überall braucht es Forschung und wir wissen auch, dass vegane Ernährung für ganz Kleine effektiv gesundheitsschädlich ist. Das ist auch von der deutschen und österreichischen Ernährungsgesellschaften rausgegeben und evident. Und da gibt es einige Podcasts. Meine Lieben, bleibt dran, bleibt interessiert. Fragen und Anregungen und Beispiele bitte bei uns unter howtobabypodcast auf Instagram oder howtobaby.info als E-Mail. Wir werden, das ist auch neu, auf YouTube dann unser Video mit der Eva ausstrahlen. Bitte, bitte schreibt uns, fragt uns. Wir treten gerne in den Dialog und freuen uns auf alles, was ihr weiter nach außen tragt. Das braucht es derzeit. Bleibt gesund, vorsichtig, macht die Augen zu, wenn ihr beim Supermarkt an die Kasse geht. Und ja, bleibt stark, wenn es um die Wünsche eurer Kleinsten und Kleinen geht, weil ihr in Wahrheit sie dadurch beschenkt, ihnen gewisse Dinge nicht zu schenken. Liebe Eva, danke fürs Gespräch, einen wunderschönen Sommer und ja, demnächst in diesem Theater, würde ich sagen. The best is yet to come. Danke fürs Zuhören, alles Liebe, habt es schön, Baba, eure Petra.